Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Heute spielen wir eine Musette, das heißt ein schottisches Stück. Und schottisch hat immer etwas mit Dudelsack zu tun. Das heißt, die linke Hand hat eine gleichbleibende Dudelsackbegleitung. Es sind immer die Töne G und D. 1, 2, 3, 4, 1. Und die rechte Hand spielt diese Flötenmelodie. Ich weiß nicht, woher sie kommt, aber sie ist sehr bekannt. Fangen wir an. Wer mitspielen möchte, kommt her an die Tasten. Beide Hände sind in Grundstellung. Die rechte Hand spielt die G-Grundstellung, die linke Hand auch. Wir spielen zuerst die rechte Hand. Fünfter Finger liegt auf D2. D, C, H, H, A, D, C, H, H. Mit Finger 5, 4, 3, 3, 2, 5, 4, 3, 3. Ich spiele weiter, Takt 3 und 4. D, C, H, H, A, H, B. Mit Finger 5, 4, 3, 3, 2, 3, 1. Ich spiele die ganze erste Zeile. 2, 5, 4. G, H, A, C, H, D, C, A. 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 2. Und Takt 7 und 8. G, H, D, C, H, A, A, B. Nochmal die zweite Zeile. Gut, wenn ihr soweit seid. Die linke Hand, bevor wir sie spielen, klopfen wir sie. Es sind immer halbe Noten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ihr klatscht oder klopft immer weiter. Ich klopfe, weil ich nur eine Hand frei habe. Also 1, 2, 3, 4. 1, 2 und weiter klopfen. Klappt, dann nimmt die linke Hand, spielt G und D. 1, 2, 3, 4. Ihr spielt weiter, ich spiele ein Stück rechte Hand. Gut gemacht. Ihr könnt ab jetzt auch mit zwei Händen spielen. Wir machen es etwas langsamer. Takt 3 und 4. Takt 5 und 6. Thank you.
vielleicht hört sich's bei euch so an. Dann macht ihr Pausen, wo keine sind. Schaut mal, ich mache. Rechts wegliege, links geht hoch. Nur links geht hoch. Rechts spielt Legato. Und ein bisschen schneller. Wenn ihr Fragen habt oder Wünsche, schreibt es unten in die Kommentare. Ich wünsche euch für heute Happy Playing und sage Tschüss, bis zur nächsten Klavierstunde.